Moin Moin und willkommen zurück zur zweiten Folge von Planet Zoo. Wir sind jetzt zurück am Start und in dieser Folge werden wir das allererste Gehege bauen. In der letzten Folge haben wir schon mal den Haupteingang angefangen und so gut wie fertiggestellt auf jeden Fall. Fehlt noch mal ein bisschen hier und ein bisschen da noch was. Bloß der Souvenirshop fehlt noch. Der wird nächste Folge kommen, das kann ich jetzt schon mal verraten. Und in dieser Folge, wie gesagt, bauen wir das allererste Gehege. Denn wir sind ja hier in einem Zoo und ich sag mal so, da wird es dann auch relativ hilfreich, wenn dann ein paar Tiere vorhanden sind. So, hier baue ich jetzt gerade schon das erste Gebäude. Da kann ich auch schon mal sagen, in dieses Gebäude werden hauptsächlich oder werden nur Mitarbeitereinrichtungen drin sein, weil die müssen wir natürlich auch noch irgendwo verstecken. Der kleine Anbau, den ihr da noch da dran seht, mit dem Gips, ne, mit der Gipswand, das wird später der Stall für die Tiere. Denn ich kann jetzt auch schon mal sagen, um welches Tier es sich handelt, denn ihr werdet das wahrscheinlich schon auf dem Thumbnail dann gesehen haben. Es geht um den Rothirsch. Ich denke, das ist ein schönes Tier, um auch vor allen Dingen irgendwie, weiß nicht, in den Zoo reinzukommen. Man möchte nicht direkt mit so, weiß ich nicht, mit so einem Brecher starten, mit so einem richtig krassen Tier, sondern vielleicht erstmal ganz langsam ankommen, erstmal sich den Rothirsch anschauen.
So, nun kommen wir so langsam schon zum Ende von dieser zweiten Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Generell könnt ihr mir auch gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so die jetzt so die Einrichtung des Geheges findet, ne, mit den neuen Felsenformationen, die ich genommen habe. Plus generell ein bisschen mehr Felsen, ne, unterschiedliche Formen und sowas. Ne, auch nochmal die kleinen Steinchen so zwischendrin platziert. Mehr verschiedene Pflanzen. Sodass das Gehege, finde ich, im Endeffekt etwas realistischer einfach aussieht. Dann könnt ihr gerne einmal eure Meinung in die Kommentare schreiben und vielleicht auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge, wenn ihr welche habt. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.